Das Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle. Guten Morgen am Donnerstag um 6:45. Das betrifft wahrscheinlich jetzt vor allem die Stadtkinder unter Ihnen. Aber denken Sie momentan auch ständig, dass es bei Ihnen brennt in der Wohnung? Weil jetzt rundherum so viele Öfen und Kamine angefeuert werden. Ich wohne ja mitten in Frankfurt und gerade abends denke ich immer so, oh, habe ich den Herd angelassen oder was ist das? Gibt ja irgendwie so seit 1-2 Jahren den Trend, dass sich viele einen Kamin oder mobilen Kachelofen in die Wohnung stellen. Das ist eine richtige Offensive, was diese Dinge angeht. Ich wünsche Ihnen einen kuscheligen guten Morgen. FFH, das Wetter. Tja, die nächste Wetterstörung ist allerdings schon vor der Haustür. Also es geht heute sehr herbstlich zur Sache und auch teilweise sehr nass. Verantwortlich dafür ist ein neues Tiefdruckgebiet, steht also quasi vor der Haustür. Doris heißt die Gute und die bringt in den nächsten Stunden also Regen. Und das heißt, wenn Sie jetzt ab jetzt rausgehen langsam, zur Arbeit fahren oder spazieren gehen, dann auf jeden Fall Regenschirm mitnehmen, weil es wird in den nächsten Stunden doch ziemlich nass, der Vormittag richtig nasskalt. Am Nachmittag dann wenigstens ein ganz kleiner Lichtblick, also es bleibt dann teilweise trocken, allerdings oft bewölkt und lediglich in Südhessen kann mal vereinzelt die Sonne rauskommen und das Ganze wird umgerührt von 10 bis 16 Grad. Also heute ein nasskalter Tag mit einigen trockenen Phasen am Nachmittag. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen Hessen! Klingt das bitte nach Entspannung? Nach Strand, nach Meer, nach ganz gemütlichem Strandkorb sitzen? Und genau so einen wünscht sich Frank Stahl aus Oberursel, den Strandkorb Modell Düne von Mr. Deko. Hitradio FFH. Wünsch dir was. Wünsch dir was, dann kriegst du das. Lieber Frank, kriegst du natürlich direkt vor die Haustür geliefert, wenn du innerhalb der letzten beiden Songs angerufen hast. Bist du da? Nein! Frank! Oh nein, das ist jetzt extrem schade. Wir hätten dir sehr gerne Urlaubsfeeling vor die Haustür gebracht. Du hast dazu geschrieben, dass du dir den Strandkorb wünschst und dann gerne von da aus die Sterne angucken möchtest, egal zu welcher Jahreszeit. Wie schade. Aber gut für Sie und tatsächlich ja Premiere in dieser Wünsch-dir-was-Staffel, dass um 7 Uhr keiner angerufen hat. Deshalb geht's direkt weiter.